Boring News und immer noch die gleichen Vollidioten. Microsoft hatte bei der Veröffentlichung ihrer ersten Xbox-Konsole ernsthaft darüber nachgedacht, das Gerät kostenlos auf den Markt zu bringen. Das berichtet jedenfalls der Entwickler Lorne Lanning vom Studio Oddworld Inhabitants gegenüber GamesIndustry.biz. Zu dieser Zeit dachte man bei Microsoft, dass der Kernmarkt aus Gelegenheitsspielern bestehen würde. Sie wollten eine Konsole für die Casual Gamer machen. Das ist auch der Grund, weshalb sie auf uns zugingen und sagten: Wir denken, dass ihr etwas habt, das im Genre von Mario konkurrenzfähig ist, und Mario ist die Marke, die besiegt werden muss. Wir sehen hier eine Möglichkeit, wir wollen diese Zielgruppe, wir lieben Oddworld, also warum steigt ihr nicht mit uns auf diesen Zug auf? Wir geben die Xbox vielleicht auch kostenlos raus. Die Aussage von Lanning wurde übrigens wenig später von dem Xbox-Mitentwickler Seamus Blackley bestätigt. Demnach hatten einige Microsoft-Mitarbeiter den Plan, die Xbox kostenlos zu verteilen, jedoch später dann Windows als Voraussetzung zu etablieren, also praktisch ein trojanisches Windows-Pferd. In den Anfängen der Xbox, insbesondere bevor wir herausfanden, wie wir grünes Licht für das Projekt als eine reine Gaming-Konsole erhalten würden, kam wirklich jeder an und tat seine Meinung kund. Einer wollte sie kostenlos machen, einer wollte nach einiger Zeit Windows als Zwangsbetriebssystem etablieren. Dass sich Microsoft am Ende dagegen entschieden hat, bewertete Lanning als durchaus positiv. Aber ich meine, ist ja auch Kohle, ne? Die Einstellungen der Gaming-Industrie gegenüber des Betriebssystems sei damals nicht die beste gewesen. Blackley hingegen zeigt sich etwas genervt gegenüber den ganzen Diskussionen, die im Vorfeld der Xbox-Veröffentlichung entstanden. Man habe sich mit jeder noch so dummen Idee auseinandersetzen müssen. Einige Leute hätten zum Beispiel vorgeschlagen, dass die Konsole auch Filme abspielen sollte. Andere wollten, dass sämtliche Xbox-Spiele direkt von Microsoft entwickelt werden. Und wiederum andere spielten mit dem Gedanken, Nintendo aufzukaufen. Am Ende hat es leider keine dieser Ideen in die ursprüngliche Xbox geschafft. Zumindest die Sache mit dem Betriebssystem hat sich wohl doch bis zum Ende durchgesetzt, und deshalb wird Windows 10 nicht nur auf den PC und mobilen Endgeräten, sondern auch auf der Xbox One eingesetzt werden. Letzte Woche kam ja für viele das lang ersehnte Spiel von dem Genie Miyazaki raus namens Bloodborne. Für viele, die das Spiel nicht kennen, du rennst rum, ohne großartig viel Story-Hintergrund zu haben, musst Leute töten, um Blut-Echos zu erhalten, mit denen du dich wiederum aufleveln kannst. Wenn du stirbst, musst du die Echos wieder aufsammeln, und die sind da, wo du als letztes gestorben bist, und alle, die du umgebracht hast, sind wieder am Leben. Miyazaki ist auch der Macher von den Souls-Reihen, und wer auch die nicht kennt, der sollte sich eventuell mal überlegen, ob er nicht zu lange gepennt hat. Boah, ich will einfach nur für ein paar Stunden ins Bett, ey. Oh Gott. Oh. Verdammte Scheiße. Die Spiele sind scheiße schwer, ich probiere mich gerade dran und raste meistens aus. Fick dich Scheiße, ich krieg den Typ nicht down. Mann! Ich hab den Gummi gehabt. Ich brauche keine Gummibären. Scheiße! Es gibt aber Leute, die anscheinend nichts Besseres zu tun haben, als das Spiel nach nur einer verdammten Woche durchzuspielen, mit dem schwächsten Charakter, ohne aufzuleveln und jegliche kritischen Treffer. Das hat der YouTuber Boy vs. Videogames gemacht, und verdammte Scheiße, was ist mit dem Kerl los? Ich schaffe es nicht mehr mit Level 10 den ersten Boss niederzustrecken, und der schafft es mit seinem Level 4 Charakter das ganze Spiel kaputt zu machen. Und das sind nicht nur die einzigen Spiele, die er mal so nebenbei durchgezockt hat. Dragon Age Inquisition im Albtraummodus, Dying Light ohne jegliche Waffen, und jetzt plant er für die Zukunft Batman Arkham Knight durchzuspielen ohne die ganzen Fähigkeiten-Upgrades. Junge, Junge, der Typ hat auf jeden Fall Eier aus Stahl und hat von uns Props verdient. Komm ey, das schaffe ich doch mit links die Scheiße da durch. Du schaffst nicht mal das erste Level von Super Mario. Alter, kannst du mal die Fresse halten? Was soll denn die Scheiße, dass du das schon wieder hier raus...
Der Kanal ist unten verlinkt, schaut auf jeden Fall mal vorbei, außer ihr wollt nicht gespoilert werden und go go zu den 60 Sekunden! Das Entwicklerteam von Alan Wake und Max Payne haben den Release von Quantum Break von 2015 nun auf 2016 verschoben, aber sowas sind wir Nerds ja langsam schon gewohnt. Black Tusk Studios haben nochmal offiziell bestätigt, dass der Shooter Gears of War 4 nicht für die 360, sondern ausschließlich für die Xbox One erscheinen wird. Kettenmassaker! Ab sofort bietet Nintendo die guten alten N64-Klassiker auch für die Wii U als Download an. Na, wenn das nicht mal fett ist, jetzt bräuchte ich ja nur noch eine Wii U. Apropos Wii U, Mewtwo wird am 28. April endlich für die Super Smash Bros. Erscheinen. Wenn ihr Club Nintendo Mitglied seid, ist das Ding umsonst. Die anderen müssen 4 Euro blechen. Da-da-ba-ba-ba, ich liebe... Und wenn ihr Bock habt, die ganzen Spiele, die noch nicht draußen sind, mal anzuzocken, dann holt euch schnell Karten für die Gamescom 2015, denn die gehen weg wie warmes Semmeln. Na, diesmal eine etwas kürzere Folge, aber das haben wir ja letzte Woche schon erwähnt. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen und Knuffel, erklär uns nochmal, wie es weitergeht. Weiter geht's mit Facebook. Da könnt ihr uns besuchen, einen Daumen nach oben, gefällt mir oder so heißt es. Ansonsten... Hier YouTube, ne? Den Kanal abonnieren, hier Videogames Front. Abonniert doch mal unseren Kanal, Bunze Bunze, weil da gibt's ab demnächst irgendwann, diesen Monat, so, ne? Gibt's vielleicht auf jeden Fall morgen. Vielleicht nicht morgen, mal gucken, ne? Muss man mal gucken. Auf jeden Fall gibt's da heiße Videos von uns. Ja, gut, heiß. Auf jeden Fall gibt's da Videos. Guckt doch mal rein. Wenn ihr mehr News haben wollt, dann gibt's eine gute Gruppe in Facebook für euch, Xbox One News Germany. Da gibt's jede Menge tolle News. Könnt aber auch unser Video anschauen, ne? Auch nicht. Aber ja, okay. Ja. Ja. Wir hoffen trotzdem, ihr hattet einen wunderschönen Montag. Und die Arbeitswoche oder vielleicht sogar die Ferien werden euch trotzdem noch gefallen. Und bitte lasst doch bitte die Batterien, Rudi ist arschteuer. Und wir hoffen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, schönen Tag noch und haut rein. Tschüssi. Du rennst rum, ohne großartig viel Story-Hintergrund zu haben und musst dich aufleveln. Grotzt du mir gerade aufs Bett oder was?